Moin und willkommen zurück zu X4. Ich bin gerade dabei, das in der letzten Folge gefundene Yaki-Schiff aus dieser Asteroidenbasis bei den Terranern abzuliefern. Es gab in dem Ganzen ein Problem. Aber wer die Folge gesehen hat, hat gesehen, ich habe das Schiff selbst geändert. Hatte aber meiner Korvette den Befehl gegeben, ebenfalls das Schiff zu ändern. Ich wusste aber nicht, dass es um dasselbe geht. Darauf hatte ich nicht geachtet. Und das Problem war, ich war zuerst in dem Schiff und bin quasi aus diesem Asteroiden rausgeflogen und draußen kam dann diese Enterkapsel und hat sich vorne herangesetzt. Hat jetzt aber grundsätzlich nichts weiter gemacht, da ich das Schiff ja schon geändert hatte. Problem bei der Geschichte war, ich habe das Schiff dann einmal verlassen und kam nicht wieder rein. Das jedes Mal, wenn ich in das Schiff oder in die Nähe des Schiffes kam und rein wollte, ich habe halt Undock-Erlaubnis bekommen, dann ist das Schiff quasi, hat sich wegteleportiert. Und genauso ist es gewesen, wenn ich mit einem anderen Schiff in die Nähe gekommen bin, weil manchmal ist es dann halt mehrere Kilometer weit weg teleportiert. Und ich kam dann direkt ran, dann ist das Schiff wieder weg gewesen. Und ja, das hat mich einige Versuche gekostet, bis ich einfach mal den Sektor verlassen habe und wieder hingeflogen bin. Und dann war die Kapsel weg. Und dann ging's auch. Aber das hat recht lange gedauert. Genau. Nun habe ich das Schiff, kann es fliegen, werde es hier abgeben und soweit ich weiß, bekommen wir dann gleich ein neues schickes Schiff. Bitte verlassen Sie diese Monstrosität, Agent. Mein Team übernimmt ab hier. Ja, und gleichzeitig ist das Xenon-Großkampfschiff dabei. Und einmal kurz zeigen. Ich übertrage die entschlüsselten Navigationsdaten hier an Ihre Missionsübersicht. Und noch etwas. Da jetzt sieht man es gerade nicht, aber es fliegt hier eigentlich gerade so durch die Gegend. Hier ist allerdings auch ein K reingekommen, also das wird wohl den aktuellen Alarm ausgelöst haben, aber genau, da ist es wieder. Das Mutterschiff ist hier auch unterwegs und das hat unter anderem ja auch hier schon die Verteidigungsstation zerstört, was natürlich echt übel ist. Gerade mit dem, was hier alles so reinkommt. Ist dadurch also möglich, dass Hatikvas Entscheidung hier jetzt an die Xenon fällt. Was natürlich echt richtig, richtig blöd wäre. Vor allem mit so einem Xenon-Mutterschiff, da ist echt nicht zu spaßen. Wir haben das schon einmal gesehen in dem Spiel. Irgendwo, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das jetzt hier bei Argon Prime war oder ob wir es hier irgendwo gesehen haben. Auf jeden Fall hatten sich mehrere Zerstörer damit angelegt. Die Zerstörer sind quasi ja alle geplatzt, sozusagen. Und das Mutterschiff ist ganz geblieben. Keinerlei Beschädigungen. Nehmen Sie Kontakt mit diesem Booster-Typen auf und machen Sie sich mit der politischen Situation außerhalb des Sonnensystems vertraut. Ja, ich hätte da, glaube ich, gar nicht ganz hingemusst. Sondern ich hätte jetzt eigentlich nur unser neues Schiff betreten müssen. Ja, wir haben jetzt eine Katana geschenkt bekommen. Hallo. Hallo. Und die werden wir jetzt auch einmal kurz betreten. Es geht hier hoch. Katana. Hi, Moment. Ich hole mir schon mal einen Piloten.
Der wird Guten sowieso zu Tag. teuer sein. Wir werden mal dich an. Und dann gehst du auf die Katana, bitte. Vielen Dank. Ich werde mein Bestes geben, um Ihr Vertrauen in mich zu rechtfertigen. Ja. Guten Tag. Eine ganze Million. Ja, auf Viel Glück da Wiedersehen. draußen. Ciao, ciao. Hallo. Du gehst auch auf die Katana als Vielen Marinesoldat. Dank für Ihr Vertrauen in mich. An alle Piloten, räumen Sie beim Verlassen der Station bitte Na umgehend gut. den Bereich des Stationseinganges. Danke. Das muss erst einmal reichen. Und dann werden wir mal abdocken. Und die Mission weitermachen. Ich will natürlich auch die nächste Belohnung haben. Wir haben ein eigenartiges Programm vom Yaki-Schiff auf dieses übertragen. Es scheint die Identifizierung von Freund-Feind auf irgendeine Art zu manipulieren. Das könnte nützlich sein, wenn Sie Ihr Ziel erreichen. Aber bleiben Sie trotzdem wachsam. Ja, guck mal. Das ist unser anderes Schiff. Wo ich das gerade sehe. Die Katana muss natürlich noch neu lackiert werden. Gut, dann, wo müssen wir da ganz hin? Wow. Okay. Naja, wir machen das mal. Angeblich lassen uns ja die Xenon in Ruhe. Autopilot Ich werde jetzt einmal dahin fliegen eingeschaltet. mit diesem Schiff und würde sagen, ich mache für euch schon mal einen Zeitsprung. Bis gleich. So, jetzt nehme ich euch mal wieder mit rein. Wir befinden uns hier in der Hatikvas Entscheidung. Wir müssten jetzt ja eigentlich gleich auf die Xenon treffen. Und dann werden wir mal sehen, was passiert, beziehungsweise ob etwas passiert. Na, da haben wir das Mutterschiff. Maskierung aktiviert. Das ist also die verborgene Funktion dieses besonderen Apparats. Ja. Die Xenon erkennen Sie nicht als Feind. Das ist doch nett. Gefahr. Gefähr erreiche System. Tarkas Zusammenbruch. Hätte ich das gewusst, Maskierung deaktiviert. hätten wir einfach. Maskierung aktiviert. Yaki. Hätten wir einfach so lange gewartet, bis wir diese Maskierung haben. Wenn dann erst hierher geflogen, um die Haar zu holen. Obwohl, nee, dann wäre ja die Haar trotzdem angegriffen worden. Eigentlich letzten Endes auch egal. Maskierung deaktiviert. War doch hier mit der Ahne. Ich glaube, die hatten wir uns hier irgendwo geholt. Gefahr, gefährliche Region entdeckt. Mathilde verloren. So, ich wüsste jetzt tatsächlich gerne mal, wo Maskierung aktiviert. Yaki. Hatik war jetzt seine neue Hauptstation hat. Ausgeschaltet. Erreiche Tarkas Zusammenbruch 17.
So, finde Heimatsektor der Yaki. Matrix 79B. Okay, das ist dann ja noch einen Sektor weiter. Maskierung deaktiviert. Maskierung aktiviert, Yaki. Xenon, Großkampfschiff entdeckt hier. Das ist, glaube ich, gerade über mir. Einmal eine K. So, und da haben wir schon das Tor, wo wir durch müssen. Maskierung deaktiviert. Maskierung aktiviert, Yaki. SE. Unbekannt. Das Aquädukt. Sprungtor. Unbekannte Station. Wir werden mal mir so eine Station hier angucken. Weil ich nicht weiß, ob ich so nah daran darf. Könnt ja mal speichern, ne? Sonst schon mal eine Xenon-Station aus der Nähe angucken, ohne sie anzugreifen. Kann man die scannen und gegebenenfalls nachher nachbauen? Nö, ne? Das wäre ja mega. Wer hat sonst schon eine Xenon-Station? Ja, aber hier gibt es natürlich keine Datenlecks. Gut, fliegen wir weiter. Erreiche System Matrix Nummer 79B. Das ist also ein Xenon Raumdock. Warum werde ich denn hier lang geschickt? Das ist ja jetzt ein grausamer Vorstoß soll. Wäre es nicht einfacher gewesen, von Getsufune aus direkt da reinzufliegen? Verstehe ich nicht. Keinerlei Datenlecks hier bei denen. Das
echt schade ist. Was ist das für ein Ding? Drohne 2. F. Ja, na gut. Das Aquädukt. SE. Ja, und da komme ich ja sicherlich. Sprungtor, Tarkas Zusammenbruch. Das heißt ja eigentlich, ich müsste einmal durch, würde ich schätzen. K. Xenon Station. PE. I. Was zum Teufel ist das für ein Schiff? Hier fliegen mehrere Cars durch die Gegend. Das K. Das Aquädukt K. I. B. K. M0. Noch so ein Flaggschiff. Hier irgendwo eine Schiffswerft oder so. Das Aquädukt. Maskierung deaktiviert. Unbekanntes Objekt. Das ist auch das Aquädukt. Das Tor. K. Maskierung aktiviert. Yaki. Unbekannte Station. SE. Unbekannte Station. Wenn sie also eine Schisswerft. Erreiche System, grausamer Fuchs. Wie bedauerlich. Ich erkenne mehrere Wesen mit offener mörderischer Absicht. Das offensichtliche Maskieren der Identität eines Schiffes bringt nicht viel, wenn das Schiff eindeutig ein terranisches Design hat. Okay, das heißt, die greifen mich jetzt tatsächlich an, ja? Okay, dann speichern wir mal. Mehreren Versuchen aus.
ganze Szene und Staffel ist halt echt übel. Was für ein Durcheinander. Treffen Sie mich an diesen Koordinaten. Sofort. Ich gebe Ihnen eine Eskorte. Ja, meine anderen Schiffe sind fleißig dabei, Credits zu machen. Man sieht, 2,5 Millionen haben wir schon. Was ist das? Eine Xenon-Station. Ich denke, wir haben vielleicht schon vorher eine davon passiert. Ich muss sagen, ich bin ganz schön verblüfft über das komplizierte Wirrwarr und so ein aggressives Farbschema. Markierung. Hey, das ist keine Besichtigungstour. Naja, okay. Der Rest erkennt mich zum Glück wieder nicht. Unbekannte Station, Verstärkerstation. Ich würde trotzdem gerne einmal ganz kurz angucken. Okay. Da sind die Schilde immer noch nicht fertig. Unbekannte Xenon-Schiffswerft. Wahnsinn, noch eine Schiffswerft. Piratenbasis. Docke an. Andock-Erlaubnis erteilt. Interessant. Man darf hier reparieren, ja? Das sollte ich doch mal tun. Auch wenn ich den Piraten an die Credits quasi in den Hals schmeiße. War das nicht hier? Doch. Erfolgreich ange. Ich bin froh, dass Sie vernünftig sind, Fremder. Ich trage Sie in die Zulassungsliste für mein Büro ein. 342.000. Das kommt mir auf unheimliche Weise bekannt vor. Ich denke, ich werde meine Kommunikation vorerst beenden und ruhig beobachten. Okay. Das sieht ja sehr, sehr, sehr stark aus wie die Nemesis. Und da ist Timoria. Mhm. Katana. Sir? Dann halt dich mal bereit, ne? Na, komm mal hier, auch hier raus, ja. Nein. Ach, Blödsinn. Maskierung deaktiviert. Der würde mich aber tatsächlich mal interessieren. Habe ich hier so ein paar Sachen. Boah, ist niemand. Ob ich ein paar Sachen verkauft bekomme, wollte ich sagen. Endlich. Kommen Sie herein. Hallo. Ja, den hätte ich angeheuert. Auch mit dem fehlenden Gesicht. Tja, wo fange ich an?
Wo würden Sie anfangen, wenn Sie an meiner Stelle wären? Sie stürmen plötzlich in unser System, in einem von Terranern hergestellten Kriegsschiff. Sie sind ein verdammtes Sicherheitsrisiko! Weil Sie nicht der Erste sind, der hier ankommt. Seit der Neuausrichtung der Tore sammeln wir Schläger, Abenteurer und Wissenschaftler auf. Spinner! Wir alle! Aber wir können hier draußen niemanden sterben lassen. Es gibt schon viel zu wenige von uns. Weil Sie nicht der Erste seit der Spinner! Aber wir können hier draußen niemanden sterben lassen. Es gibt schon viel zu wenige von uns. Ich bitte Sie nicht, sich den Yaki anzuschließen. Wir haben alle unsere Loyalitäten. Aber ich bitte Sie, genauer hinzuschauen, Ihre Runden zu machen und zu sehen, wie wir leben. Könnte nämlich Ihre Perspektive ändern. Oh, habe ich meine formelle Rede noch nicht gehalten? Willkommen in der Heimat der Yaki. Freiheitsliebend, freibeutend und... Wem erzähle ich da was? Was Sie hier sehen, ist der letzte Überrest der Yaki. Zumindest der letzte, von dem wir wissen. Bei der Abschaltung dieser Tore vor 2 Generationen sind meine Leute hier zusammen mit dem Sinon gestrandet. Die meisten starben in dieser ersten Woche. Ein paar fanden Verstecke in einem verlassenen Außenposten. Und dann fanden einige sternengesandte Augmentationskünstler die Lösung. Diese Dinge auf meinem Gesicht sind nicht nur zur Schau, wissen Sie? Ich weiß nicht genau, wie sie funktionieren, aber sie halten die Sinon fern. Meistens. Aber das ist noch nicht alles. Mit dieser Ork-Art können einige der begabtesten Yaki Dinge mit den Sinon tun. Sie hier und da anstupsen. Es funktioniert nicht immer und sie haben gesehen, was passiert, wenn sie sich zu viel davon gönnen. Aber es hat uns am Leben erhalten. Und da sind wir also. Piraten für einige, Abscheulichkeiten für andere und die Sinon im Nacken wie einen verdammten Tumor. Ist egal, ob wir bleiben oder gehen. In jedem Fall sind wir freiwillig. Ja. Gut, dann ist er keine Bedrohung mehr. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es ist irgendwie traurig, dass er weg ist. Er war einst ein guter Yaki. Aber wie er sich mit dieser... Kybernetik ausstaffiert hat, ohne Rücksicht auf seine oder unsere Sicherheit. Es gibt wirklich nur einen Weg, wie das hätte enden können. Das ist eine echte Schande. Ich kann nur hoffen, dass sie es bereuen. Tamitha ging, weil sie von Lichtjahren weit weg sah, dass sich das Ende näherte. Aber sie versuchte trotzdem noch, uns aus der Ferne zu helfen. Scheint, als hätte sie es zuerst eingeholt. Ich habe verdammt recht. Dank dieses Idioten Obelisk ist der Krieg bereits im Gange. Mit Ihnen da draußen wird es wenigstens noch einen Piloten mit einem Gehirn geben. Und einem Gewissen, hoffe ich. Noch etwas. Ich habe Sie vorher einen Fremden genannt. Und das war eine Lüge. Da ist jemand, den Sie treffen sollten. Hey! Also das ist irgendwie seltsam. Weiß nicht, ob Sie erwartet haben, mich zu sehen. Vielleicht haben Sie. Vielleicht sind Sie deshalb überhaupt erst gekommen. Egal. Was zählt, ist, dass Sie gerade jetzt hier sind. Das ist keine leicht zu beantwortende Frage. Ich schätze, ich war dort hinten irgendwie überwältigt. Falls Sie sich erinnern, wir dachten, wir wären auf einer heißen Spur und dann ging alles in einer Supernova auf. Organic zog mich heraus, als dieser wahnsinnige Obelisk mein Schiff deaktivierte. Bin seitdem hier. Fliege mit den Yaki und teste meine Kräfte. Treffen wir uns draußen. Wir reden weiter, wenn wir wieder auf unseren Pilotensitzen Platz genommen haben. Hallo. Na. Dann gehe ich nochmal dahin, würde ich sagen. Guten Hallo. Auf Wiedersehen. Dann jetzt mal den an. Also auch bei denen alles. Aber tatsächlich nur die Schiffe.
Auf Wiedersehen. Naja, aber immerhin, es gibt da zwei Schiffsklassen mehr. Hier nochmal kurz. Hallo. 3 Millionen. Auf Wiedersehen. Also, das ist ja... Gehe ich nochmal dahin. Ich soll nur gucken, ob ich hier jemanden einkaufen kann. Aber nicht für 3 Millionen. Nee. Niemand hier. Auch in der Ferne ist niemand zu sehen. Da hinten vielleicht noch? Nee, ne? Nee. Ach ja, auch hier läuft niemand rum. Für ganze 3 Millionen hätte ich jemanden kriegen können. Maskierung aktiviert. Yaki. Katana. Zeit, Klartext zu reden. Als allererstes, es ist verdammt gut, Sie zurückzuhaben. Ich habe auf eine Gelegenheit gewartet. Hier ist sie. Zweitens, dieser Ort stinkt. Wir werden uns gleich den Haufen in seiner Mitte ganz genau ansehen. Und drittens, es ist wirklich gut, Sie zurückzuhaben. Das wollte ich nur klarstellen. Wie auch immer, wir sollten los. Wenn Sie irgendwas beschäftigt, melden Sie sich einfach bei mir. Uraokami. Verstärkerstation. Na gut. Dann gucken wir uns mal die Verstärkerstation genauer an. Zeit, Sie über den echten Deal ins Bild zu setzen. Das da drüben, mein Freund, ist eine Verstärkerstation. Die einzige unter Yaki-Kontrolle. Sie haben gesehen, was stark augmentierte Yaki mit ihrer Kybernetik anfangen können. Wenn dieses Ding eingeschaltet ist, erhöht es die Stärke und Reichweite dieser Xenon-Angriffe weiter. Orkennig sagt, sie brauchen es zu ihrer eigenen Sicherheit und als Todmannschalter, wenn das Protektorat diesen Ort unweigerlich findet und angreift. Aber sie versteht nicht. Nein, keiner von ihnen versteht. Sie verstecken sich nur und verzögern, bis sie ersticken oder jemand wie Obelisk überschnappt und diese Seite des Tornetzwerks in einen Schlachthof verwandelt. Letztendlich haben diese Leute trotz aller Vorsichtsmaßnahmen und mit all der Technologie im Universum keinen Ort, an den sie gehen können, außer raus und durch. Dieses System, diese ganze Situation ist eine riesige tickende Zeitbombe. Es gibt nur einen Weg, es ein für alle Mal zu stoppen. Wir müssen diesen Verstärker zerstören. Es ist brutal, aber das Missionskommando hat uns dafür geschult, schwierige Entscheidungen zu treffen. Diese Leute haben mir gegenüber Güte gezeigt.
aber ich würde sie alle gegen die Sicherheit des Sonnensystems eintauschen. Ich habe eine Handvoll Kämpfer versammelt, die diese Abwärtsspirale sofort stoppen wollen, ohne Rücksicht auf ihr eigenes Schicksal. Damit das funktioniert, sind ernsthafte Vorbereitungen nötig. Aber Sie haben ja immer einen kühlen Kopf bewahrt, wenn ich es nicht konnte. Wir erwarten Ihren Befehl, Flügelkommandant. So, ich nehme dann doch mal an. Hallo, Pilot. Da Sie und Ihr Freund die Wachen bereits inspiziert haben, gibt es da wohl nichts mehr zu tun. Es ist Zeit, alle unsere Karten auf den Tisch zu legen. Wenn Sie einen Moment Zeit haben, werfen Sie einen Blick auf das Briefing, das ich Ihnen gerade geschickt habe. Und bevor Sie sauer werden, ich bitte Sie nicht, die Erde zu verraten. Nun, ich denke, ich tue es, aber Sie wissen, verzweifelte Zeiten und all das. Überlegen Sie, wo Ihre Loyalität liegen soll. Überdenken Sie, bedenken Sie alle möglichen Konsequenzen. Sie sind nicht der Erste, der diese Mission versucht, aber Sie haben möglicherweise nur eine Chance auf Erfolg. Was ist denn das schon wieder jetzt? Ja. Ist sie verrückt? Sie kann unmöglich glauben, dass wir uns jemals mit ihr gegen das Protektorat verbünden würden. Obwohl, jetzt, wo ich darüber nachdenke, wenn dieser menschliche Müll bereits über Völkermord nachdenkt, um sich selbst zu retten, gibt es keinen Grund, warum wir nicht dasselbe tun sollten. Ja, wissen Sie was? Lassen Sie uns dem Missionskommando von diesem ganzen Durcheinander erzählen. Lassen wir die Terraner die großen Kanonen aufwärmen. Bitte, meine ethisch gehandicapten Assistenten, bedenken Sie das unermessliche Leid, das dies über diese armen Menschen bringen könnte. Halt die Klappe, Tintenfisch. Niemand hat dich eingeladen. So, und jetzt? Ja, eigentlich würde ich ja gerne dieses da machen. Okay, das ist einfach. Das ist auch einfach.
Autopilot ausgeschaltet. Ja, geht nicht. Ich weiß, ich muss es erstmal finden. Das heißt, wir müssen... Ja, vielleicht dahin, ne? Die ganze Staffel mit? Kann ich mir nicht vorstellen. Tut mir leid, Freund. Ich fürchte, ich muss mich zurückhalten. Mit dieser Kybernetik und diesem Schiff würde mich jeder Terraner, dem wir begegnen, bei Sichtkontakt erschießen. Maskierung deaktiviert. Sonnenkraftwerk. Maskierung aktiviert. Yaki. Autopilot eingeschaltet. Okay, dann starten wir mal eben Bericht. Maskierung deaktiviert. Ach, guck mal. Attiqua Freihafen, da ist auf jeden Fall ein Anführer drauf. Maskierung aktiviert. Ja, ist der richtige. Erreiche System. Getsophone. Aber die haben noch eine Station verloren, die Argona. Bin gespannt. Weichen haben wir noch zu fliegen. Ich skippe das mal für euch. So, da sind wir. Orbital Versorgungsbasis. Wartungsschiff. Das muss der natürlich sein. Erfolgreich angedockt. Na ja, die Zeit. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen.
Warum ist denn da jetzt das Yaki-Zeichen noch drauf? Guten Tag. Danke, dass Sie mich eingestellt haben. Ich freue mich wirklich sehr. Also, wie ist der Stand der Untersuchung? Ausgezeichnet. Dann sagen Sie mir, sind diese Yaki eine organisierte Bedrohung für das Protektorat? Tja, was machen wir denn jetzt? Ich verstehe. Diese Schlussfolgerung entspricht unseren Beobachtungen. Diese Piraten verhalten sich viel zu unberechenbar. In diesem Fall werden wir versuchen, das Interventionskorps zu beeinflussen, seine Kriegsvorbereitungen abzuschwächen und stattdessen eine Anti-Piraten-Spezialeinheit einzurichten. Wieder einmal hervorragende Arbeit, Agent. Sie haben dem Sonnensystem einen großen Dienst erwiesen. Ich bedauere nur, dass wir nicht herausgefunden haben, was mit Kadett Shinnamon geschehen ist. Nun, hoffen wir, dass Sie die richtige Wahl getroffen haben. Diese Verstärkerstation ist ohne Unterstützung des Protektorats sicherlich nicht einfach auszuschalten. Danke. Jetzt ist die Frage, es geht noch weiter, ne? Ja. Schwer. Das heißt, ich würde Xenon auf Terraner hetzen? Nee. Nee. Bleiben wir auf der Katana. Ich weiß nicht, ob auf der Nemesis, die mir ja eigentlich besser gefällt, ob da auch dieses Verschleierungsprogramm funktioniert. Kann man eben gucken. Aber ich glaube gar nicht, dass er mir das anzeigt. Hallo auch. Ja, dich nehmen wir auch mit. Großartig. Ich freue mich auf meine erste Aufgabe. So. Nemesis, Angreifer. Sir. Eine andere Sache, Agent.
Die Intervention lässt mich wissen, dass das vor unserem Hauptquartier ankernde Schiff eigentlich kein Einschüchterungsversuch ist, sondern einfach nur ein stillgelegter Unfall. Es könnte einige Feinarbeiten brauchen, um wieder voll funktionsfähig zu sein. Aber ich bin sicher, dass Sie davon Gebrauch machen können. Ich übermittle Ihnen den Standort des Schiffes. Betrachten Sie es als Belohnung für Ihre Bemühungen. Das wollte ich noch wissen. Haben. Beanspruchen. Das geht dann aber wahrscheinlich nicht. Wie sonst? Hier. Danke. Hier werde ich ja mit Sicherheit wieder einfach den Enterversuch machen müssen. Ach Mensch. So. Und beanspruchen. Das ist doch ein schönes Schiff. Andocken nicht möglich. Okay, das hat nur eine S-Plattform oder wie? Ach, das ist doch doof. Gut, dann machen wir Folgendes. Dieses Schiff wir benennen es erstmal um. Zerstörer. So machen wir das. Und den hier nennen wir auch einmal um. Dieses Schiff bekommt jetzt die Anweisung, auf diese Schiffswerft zu fliegen. Oder an diese Schiffswerft. Und dann gucken wir mal, was fehlt. Er bitte Erlaubnis zum Andocken. Was ist denn das überhaupt für eine Klasse? Andock-Erlaubnis erteilt. Das ist keine Osaka, oder? So, das sind direkt zwei. Nee. Und zwei für den Antrieb. Okay. Schildgeneratoren. Darf ich noch nicht, weil ich noch nicht befördert wurde. So, man. So, Captain ist an Bord. Boah, 187 Marinesoldaten. Wir nehmen das mal 10 und 10.
und bestellen das Ganze mal. So, und dann biegen wir selber mal dahin. Autopilot eingeschaltet. Das war schön, dann haben wir das Schiff schon mal bekommen. Jetzt muss ich doch nochmal gucken. Das ist sogar beschädigt, aber ich. Da ja noch die Reparaturdrohnen und Servicemannschaft drauf. Das ist zwar nicht viel insgesamt, aber das muss ich dann von alleine reparieren, weil das, mein ganzes Geld ist ja sonst weg. Nur für dieses Schiff. Man muss es ja auch noch ausstatten mit Waffen oder so, ne? Schiffstyp Zerstörer. Gucke ich doch trotzdem mal. Ich will wissen, was das für eins ist. Nein. Also ich habe ja gedacht und auch gehört, eigentlich, dass man diesen bekommt. Der ist es aber nicht. Das ist Sünden, ne? Kann das sein? Noch eine Waffe ran und so, ja, könnte die Sühn sein. Ja, ist definitiv nicht, den möchte ich aber noch. Der ist es auch nicht, ist auch hässlich. Der ist es auch nicht. Der ist es auch nicht. Der ist auch nicht. Auch nicht. Und der ist sowieso nicht. Ja, dann ist es wohl die Sühnenklasse. Mal kurz gucken. Leider kein Außenbild. Dann machen wir die Livestream-Ansicht. Ja, das ist die Sühnenklasse. Nicht schlecht. So. Ich denke aber, bevor wir uns da wieder mit den Yaki bzw. den Xenon anlegen, würde ich diesen Zerstörer nutzen, der müsste ja auch einiges an Platz Jupiter haben, und würde mit dem mal ein paar Materialien kaufen, um meine Station auszubauen. Mein Hauptquartier auszubauen. Damit wir da auch mal weiter vorankommen. Ja. Und gleichzeitig würde ich mal gucken, wie ich den Hattiqua-Plot nochmal gestartet bekomme. Nachdem ja definitiv hier niemand zu finden ist. Oha. Was passiert hier denn gerade? Wird angegriffen? Die Frage, ob ich mir wirklich so viel Zeit lassen darf. Aber ganz ehrlich, mit zwei Zerstörern, was soll ich mit zwei Zerstörern anfangen? Ich habe hier noch die H hat aber so gut wie keine Bewaffnung. Weil es eben ein Xenon-Zerstörer ist und ich habe noch keine Xenon-Technologie. Dafür müssten noch weitere Hs zerstört werden. Ich muss es mitbekommen. Oder muss es sogar selber machen. Und dann quasi, ja, ich sag jetzt mal einen Datenkern sammeln. Ich weiß nicht mehr genau, was es ist. Oder einen Energiekern sammeln. Und wenn ich den eingesammelt habe, dann kann ich die Forschung starten, die wahrscheinlich extrem teuer ist.
Das heißt, mein Xenon-Großkampfschiff aufzuwerten, könnte noch Weilchen dauern. Gucken wir mal. Ich könnte langsam mal wieder speichern. Aber die Jagdlinien sind mir jetzt freundlich gesinnt. Erreiche immer noch. Saturn 1. Bis minus 0. Auch immer noch nicht. Muss ich zumindest auch einmal anfliegen, um den Sektor zumindest mal erkunden zu können. Und hier darf ich jetzt auch überall rein, das heißt, da kann ich dann eigentlich auch mal ein Schiff hinschicken zum Erkunden. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich da jetzt noch einen Speer kaufe? Wahrscheinlich wieder zu teuer, ne? 224.000, der kostet 359.000, ist auch zu viel. Das ist dann das günstigste Schiff. Das sind schon die Speer. Das Ding ist so teuer. Bei den Argonen. Die haben doch auch eigentlich nette kleine Schiffe. Autopilot ausgeschaltet. Zum Beispiel ihn hier. Kostet nur 140.000. Der kostet 160. 240. Aber den hier als Speer nutzen. Muss meinetwegen nicht besonders schnell sein, muss auch nicht stark sein. Unbewaffnet ist auch komisch. Software. Nehmen wir mal das. Ja, komm, wir geben ihn mal zwei Satelliten mit. Und ein paar Ressourcensonden. Und natürlich Crew. Dann mit Sensorenbündel. Andockerlaubnis erteilt. Und das ist doch wahrscheinlich. Wir machen das anders. Das will ich eh später anders machen. Ich will nicht überall Satelliten haben. Ich will nachher einzelne Schiffe durch die Sektoren schicken, die immer wieder die Stationen anfliegen und die Handelsangebote quasi aktualisieren. Gilt immer noch ein Sensorenbündel. Liegt das gegebenenfalls noch an dem hier? Ja. Gut, dann bestellen wir mal einen davon. Kostet mich auch wieder knapp 300.000. Aber da können wir schon mal Folgendes machen. Nee, nicht so. Wo ist hier Argon? Da. Das machen wir hier drüber. Das wird dann Speer Nummer 8. Und natürlich im altbewährten Bruderschaft von Nord Design. Weil ich das weiße hier stört mich jetzt. Woher kommt das denn plötzlich? Naja. Da fällt mir ein, wir haben doch irgendwo diesen Lootgeier, der hier durch die Gegend fliegt. War das der hier? Der Loot-Sammler. Der könnte doch jetzt eigentlich mal
A-Quartier fliegen. Macht das jetzt automatisch oder macht das nicht? Sollte jetzt mal als erstes machen. Genau, jetzt fliegt er einmal dahin. Bringt quasi sein Inventar weg. Er hat ja auch noch Nahrungsmittelrationen dabei. Naja, egal. So, wir sind auf jeden Fall angekommen. Natürlich auch noch mal losschicken, die ist ja auch noch hier. Erfolgreich angedockt. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Hier sind das überhaupt kein Kapitän. Zwei Sterne immerhin. Müsste doch eigentlich hier rüber machen können. Ne, wir brauchen 3 Sterne. Na gut. Wo könnte man gegebenenfalls noch handeln? Hier vielleicht? Oh, da gibt es eigentlich nichts, ne? Die gibt es hier. Die kaufen ein, genau, Siliziumkarbid verkaufen sie. Das wird hier gekauft, okay. Wir machen einfach mal ein bisschen bei Sigaris. Siliziumkarbid und Sigaris bestätigen. Dann kann das Ding hier mal so ein bisschen durch die Gegend fliegen. Das wird nicht übermäßig viel Geld produzieren. Es wird aber ein bisschen Geld produzieren. Und das muss ich mal ganz kurz gucken. Das muss noch irgendwo den anderen Auftrag haben. Den da. Ich möchte nur diesen einen Auftrag. Diesen einen Auftrag entfernen. Ach, den. Da auf der Seite hätte ich wahrscheinlich entfernen müssen, ne? Ach ja. Kann das Ding nicht insgesamt... Ne, kann es nicht. Ich habe gedacht, das kann super viele Leute mit haben, aber das ist gar nicht der Fall. Aber jetzt fällt mir gerade ein, eigentlich müsste ich doch mit dem, anstatt dass ich den zum Handeln... Ach doch, komm. Das habe ich ja eigentlich schon gemacht. Machen wir das nochmal. Erbitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. So, dann hoffe ich, dass du jetzt gleich mal abhebst. Wartet jetzt im Grunde einfach nur auf ein entsprechendes Angebot.
So, dann haben wir aber dich hier noch. Und du darfst jetzt mal hier erkunden. Einmal die Erde, dann den Mond, dann die Venus, den Mars und dann den Asteroidengürtel. Und hier kommt ja schon etwas zum Erkunden. Wahrscheinlich eher hier. Mal gucken. So, wie gesagt, der müsste dann eigentlich starten, wenn er einen Handel gefunden hat. Sir. Nemesis, Angreifer. Jo. Guten Tag. Günstige Crew brauchen wir auf dem Zerstörer. Der hat noch so viel Platz. Danke, dass Sie mich eingestellt haben. Ich freue mich wirklich sehr. Hallo, hallo. Ich freue mich darauf, für Sie zu arbeiten. Hoffe ich. Guten Tag. Du bist mir eigentlich zu teuer. Viel Glück da draußen. Noch. Hallo auch. Was hätte ich denn vor? Sie werden das nicht bereuen. Ich werde jeden Tag mein Bestes geben. Guten Tag. Hier sind ja auch noch ein paar. Eigentlich viel Glück da draußen. Schlecht. Hallo auch. Boah, eine ganze Million. Viel Glück da draußen. Gestatten Sie mir bitte, Ihnen, einem wahren Verbündeten des Terranischen Protektorats, diesen Rang zu verleihen. In Anerkennung Ihrer Treue werden Sie mit uneingeschränktem Zugang zum Sonnensystem belohnt. Natürlich bietet dieser Rang auch darüber hinaus Vorteile. Sollten Sie sich des in Sie gesetzten Vertrauens als unwürdig erweisen, werden diese Privilegien widerrufen. Sollte es allerdings dazu kommen, wäre eine widerrufene Lizenz die geringste Ihrer Sorgen. Ich bin zuversichtlich, dass Sie diese Belohnungen als angemessenen Ausgleich für Ihre Bemühungen ansehen werden. Sie können auch damit rechnen, dass bestimmte terranische Organisationen Sie in Zukunft um Hilfe bitten. Noch einmal, das terranische Volk dankt Ihnen für Ihren Dienst. Wir freuen uns auf Ihre weitere Unterstützung. Viel Glück da draußen! So, jetzt dürfte ich ja rein theoretisch sowieso alles von denen haben. Beispielsweise auch hier. Gab es da nicht auch noch ein bisschen mehr? Ja, ist ja egal. Hätte ich eh alles noch ewig lange nicht bauen können. Das Ding interessiert mich. Das kann ich schon bauen. Baue ich, glaube ich, auch schon. Und der Rest ist ja, glaube ich, erstmal irrelevant. Ja. Viel Glück da draußen. Gut. Macht das anders? Oh, die hat mich schon mitgenommen. Nemesis, Angreifer. Ich grüße Sie. So, was machen wir? Wir werden als allererstes einmal... Wo sind wir? Da sind wir.
Einmal hier hoch. Einmal den letzten Sektor hier oben zumindest freischalten, dass ich andere Schiffe hinschicken kann. Die Katana hat wahrscheinlich immer noch keinen Auftrag, ne? Nee. Sieht das hier aus mit Energiezellen? Gibt's die hier? Nee, ne? Nee. Energiezellen. Hier gibt es auch Energiezellen, aber nur in eine Richtung. Ah, schade, schade. Der Zerstörer ist wahrscheinlich fertig. Ja, genau, der wartet auf mich. Meine Befehle. Wie sieht es sonst mit dem Geld aus? Ah, 85.000 kommen nur rein. 1,8 Millionen habe ich. Das reicht nicht, um die Station fertigzustellen. Wenn ich hier recht entsinne, müssen das noch so 3 bis 4 Millionen sein, die das kostet. Erreiche Saturn 2. Jo. Aber guck mal, mehr wollte ich doch gar nicht. Ich wollte nur einmal kurz da rein. Zufälligerweise. Nein. Schade. Ich hatte gehofft, eine Ressourcendrohne dabei zu haben. Erreiche Saturn 1. Wollen wir mal ganz kurz stehen. Aber was ist das für eine Mission? Der Verkehr. Das bringt ja nichts. Sachen jetzt schon mal weggebracht. Ja, sieht so aus, ist leer. Dann können wir ja bei ihm. Oh mein Gott, wo war das jetzt wieder? Hier Inventar ablegen. Ist nichts zum Ablegen, deswegen überspringt er das. Ich sag erstmal weg. Gucken wir mal hier, was haben wir hier jetzt im Inventar? Okay, da ist das Inventar woanders. Gar nicht zu sehen.
Na gut. Okay, bevor ich hier irgendetwas weitermache, würde ich sagen, wir machen hier einen Cut. Haben uns zumindest jetzt nochmal einen Zerstörer der Erde sichern können durch den Plot. Und ja, ich werde mich auf den Weg machen und nach dem Attiqua-Vertreter suchen. Da gebe ich jetzt einfach schon mal gleich den Befehl, dort zu fliegen. Autopilot eingeschaltet. Und dann würde ich sagen, wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir entweder mit dem Attiqua-Plot starten, wenn ich ihn dann finde. Oder wir werden gucken, dass wir langsam entweder an unserer Station weiterarbeiten oder einen weiteren Miner einsetzen. Dass wir das Geld ausgeben, um eben mit einem weiteren Miner noch ein bisschen Geld zu verdienen. Das könnten wir natürlich auch tun. Genau, bis dahin würde ich aber sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.